Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wavenger. Es ist viel zu heiß und deswegen habe ich mir überlegt, kühlen wir uns heute ein bisschen ab. Und welcher Ort könnte das schon besser sein als hier in der feenhaften Brunnen? Hä, hier sind, wieso sind hier so viele Besucher? Das mag ich nicht, geht alle weg, ich hasse euch. Das ist mein komischer Brunnen hier, ich will hier Urlaub machen, wieso seid ihr alle hier? Okay, warte, das haben wir gleich. Leute, man kann sogar bei dir rüberlaufen. Ihr verschmutzt hier mein ganzes Wasser, was soll das? Schmidt konnte es nicht ertragen, dass diese nervigen Insekten um ihn herumflogen und ihn berührten, also erledigte er sie. Er hat sie alle, ohne mit der Wimper zu zucken, getötet, aber dann ist ihm klar geworden, dass es sich um ein paar Feen handelte, die versuchten, seine Wunden zu heilen. Ja, und die haben jetzt meine schöne Abkühlungsoase hier rot gefärbt. Was soll denn das? Schmidt benutzte das Blut dieser Feen, um ein dämonisches Stadtportal zurück zu seiner Heimat zu rufen. Cool, jetzt haben wir so ein kleines Portal. Lol, okay. Nutzen wir später, denn ich kenne noch einen anderen Ort, wo wir eventuell Abkühlung uns verschaffen können. Wenn jetzt schon meine Secret-Oase nicht mehr für Abkühlung sorgt, dann müssen wir halt zu meiner zweiten Secret-Oase hingehen. Aber alleine hinzugehen wäre natürlich langweilig, deswegen holen wir uns erstmal ein paar Freunde. Hallo, kleines Schicken, ich mag dich sehr. Kimet sprang auf, um das süße Huhn zu umarmen. Viele weitere kamen, um ihre Liebe zu teilen. Oh, jeder liebte sich. Ja, das ist das gute Ende. Genieße es, solange es da ist. Das gute Ende, wir haben das gute Ende erreicht. Nice. Kimet war endlich glücklich. Er musste nicht auf Abenteuer gehen, er hatte das gute Ende erreicht. Warum noch etwas versuchen, das wäre dumm. So, aber zusammen mit unseren Freunden können wir jetzt die zweite Oase aufsuchen. Komm mit, Mr. Ganz Leicht, zeige dir die schönste Oase aller Zeiten. Sie befindet sich gleich hier links. Oh ja, das ist eine dolle Abkühlung. Oioioioi. Das war schön, oder, Mr. Gansler? Okay, ich dachte, er wird jetzt zu einem Chicken gebraten oder so. Tja, Mr. Gansler, war das nicht eine super coole Abkühlung? Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Mr. Gansler, aber ich habe jetzt Hunger. Lass uns doch was essen gehen. Wie wäre es mit ein paar Körnern, Mr. Gansler? Hätten Sie Hunger auf ein paar Körner? Nein? Warum nicht? Mr. Gansler, essen Sie. Essen Sie, so viel Sie können. Hey, da kam gerade irgendwas Rotes raus. Was war das? Ich weiß es nicht. Okay, yum yum yum, das war lecker. Tja, Mr. Gansler, was machen wir denn als nächstes? Mr. Gansler, jetzt wo wir so gute Freunde geworden sind, möchte ich dir meinen Vater vorstellen. Er angelt. Zwar nicht sehr erfolgreich, aber er angelt. So, Papa, das ist Mr. Gansler, mein neuer fester Freund. Ignorierst du mich etwa? Du bist so 19. Jahrhundert, Papa. Ich hasse dich. Keine Sorge, Mr. Gansler, nicht jeder in meiner Familie ist so. Ich werde dir das beweisen. Pass auf. Siehst du, Mr. Gansler? Das hier unter uns ist meine Mutter. Wir können sie gerade leider nicht besuchen gehen, aber das Bild langt, oder? Sie sieht sehr nett aus. Ein Teil von ihr steckt in mir, musst du wissen, Mr. Gansler. Und ich habe überlegt, da ich dich jetzt auch so liebe wie meine Mutter, Mr. Gansler, werde ich auch dich, Mr. Gansler, ein Teil von mir werden lassen. Es tut mir leid, Mr. Gansler, aber wir müssen verschmelzen. Oh, what? Was? Mr. Gansler? Wie konntest du nur das tun? Ich hab dich doch geliebt. Mr. Gansler schwang mit der dunklen Mächten mit und verwandelte sich in eine Monstrosität, die anstelle von Eiern Bomben legte. Och, Mr. Gansler, was, wieso? Anscheinend wollte Mr. Gansler kein Teil von Tim werden und die Explosion ließ Tim nach Hause fliegen. Ohne Mr. Gansler. Tim ist wieder ganz allein. Das ist sad. Aber Mr. Gansler, ich verzeihe dir. Lass uns es noch einmal probieren, ja? Ich werde mich bessern, Mr. Gansler, ich schwöre es. Und um dir meine Liebe zu beweisen, stelle ich dir meine Mutter vor. Oder meine Prinzessin, was auch immer. Hier, das ist meine Prinzessin. Warum sie so tot aussieht, willst du wissen? Ja, das ist sie nämlich gar nicht. Aha, Moment, ich zeig dir die richtige. Also ja, das da links war meine Mutter, aber das hier ist tatsächlich die Prinzessin, kleiner Vogel. Ist sie nicht super hübsch und toll und nicht verbrannt wie ich? Oh, ich merke schon, ihr mögt euch sehr gerne. Ja, Mama, das ist Mr. Gansen. Wir sind jetzt ein Paar. Er hat mich zwar schon einmal weggebombt, aber das gehört dazu, nicht wahr? Oh Gott. Lass mich raus. Oh Gott. Hilfe, Hilfe? Das ist Papa. AKA der Zerstörer, Mr. Gansen. Ich hoffe, ihr vertragt euch gut. Denn ich vertrag mich nicht so gut mit ihm. Also. Tja. Los, Mr. Gansen, tu irgendwas. Tja, Mr. Gansen, was soll ich sagen? Ich glaube, mein Vater mag dich nicht so gerne. Tja, Mr. Gansen, das musst du jetzt regeln. Ja, das war also meine Familie, Mr. Gansen. Gefiel sie dir? Ich weiß, sie sind ein bisschen komisch, aber du kommst klar mit denen, oder? Wie, du magst sie nicht? Das kannst du doch jetzt nicht sagen, Mr. Gansen. Okay, ich glaube, dann wird das nicht mit uns, Mr. Gansen. Tut mir leid. Ich vermisse ihn jetzt schon. Oh, Mr. Gansen. Leute, guck mal, da drüben ist noch so ein weißes Teil. Lol, kann man da auch die Flöte benutzen?
Flütileinchen. Hallo. Flöte der Zeit. I like you very much. Aber momentan brauche ich dich leider nicht. Sorry, kleine Flöte. Was ich auch nicht brauche, ist so ein blödes Bier. Oder so ein blöder Kristall hier. Alles unnötig. Wer braucht schon so einen Dreck? Oh, bitte lass das Bier abgeben. Bitte, bitte, bitte. Geht das? Geht das? Ja, das Bier kann man auch abgeben. Oh, wie nice ist das denn? Man braucht gar nichts. Ein glückliches Leben. Tim wurde schließlich alle seine materiellen Besitztümer los. Ohne Konsumgüter musste sich das Monster des Kapitalismus in andere Welten begeben, um zu verschlingen. Er gibt das Portal ab. Er gibt den Shopkeeper ab. Er gibt einfach alles ab. Hier, nimm das Schild auch noch. Nimm einfach alles. Hier, Bomben habe ich auch noch. Witzig, dass man das Bier da abgeben konnte. Da es keine Güter gab, für die man kämpfen konnte, hörten die Konflikte für eine Weile auf, bis der Ladenbesitzer jede Truhe im Königreich auffüllte, um sich auf den Black Friday vorzubereiten. Lass uns herausfinden, welche Art von Deals du finden kannst, Tim. Oh, da hat der Shopkeeper jetzt neue Deals? Das wäre richtig cool. Gut, ja, wir haben keine Probleme mehr. Mr. Ganzen, nein, Mr. Ganzen, du bist nicht Mr. Ganzen da oben. Mr. Ganzen wurde dematerialisiert, genauso wie alles andere. Ich brauche nichts, um glücklich zu sein. Hallo, Mr. Shopkeeper, ich habe gehört, sie haben neue Angebote. Wie, du bist ausverkauft. Ist das dein Ernst, dass du jetzt einfach ausverkauft bist? Das ist natürlich lame. Ich dachte, der hat jetzt neues Zeug. Wie, du bist doch Mr. Ganzler. Das kann ich nicht auf mir ruhen lassen. Mr. Ganzler, Rache! Oh Gott, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Mr. Ganzen, nein! Oh Gott, das wollte ich doch nicht! Mr. Ganzen, oh Gott, das habe ich getan! Tim hätte sich nicht mit diesen Huhn anlegen sollen. Nein, Mr. Ganzen. Die riesige Hühnerfamilie kam schnell und verschlang unseren Helden. Das habe ich verdient, aber Mr. Ganzen hat es auch verdient. Wenn er mich nicht liebt, darf auch kein anderer bei ihn lieben. Die DNA von Tim drang in einer dieser Hühnerzellen ein und wurde an eines ihrer Eier weitergegeben. Einige Zeit später wurde ein süßer Hybrid geboren. Oh, der ist echt süß. Wow, okay. Jetzt wird das hier immer mehr zu Blazing Beaks, muss ich sagen. Das wäre eher eine Ente als ein Huhn, aber egal. Jetzt sehen wir auch eher aus wie so ein KKK-Mitglied, nicht wahr? Und als gutes KKK-Mitglied mag ich lila... Oh. Lilafarbene Leute natürlich überhaupt nicht. Ich hasse sie. Viel mehr. Bist du wirklich tot? Muss doch irgendwie gehen. Ja, es hat funktioniert, oh wie geil! Haha, ich bin der beste KKK-Dude ever! Okay, was haben wir hier? What the hell? Hallo, irgendjemand zu Hause? Ich habe die lila Ungetüme getötet. Ich verlange Anerkennung zumindest. Wenn nicht, auch eine Krone. Oder ich möchte zum Präsidenten ernannt werden, wenn das möglich ist. Eins dieser Sachen mindestens. Oh, der gelbe Dingsbums hier, Piratenklippe. Hallo, meine werten KKK-Mitgliedsfreunde. Ist das hier eure Schlafkammer, ja? Alles klärchen, weiß ich Bescheid. Ich will euch nicht weiter stören, werten KKK-Mitglieder. Ich kühle mich ab und schwimme ins Unbekannte. Kein Ding. Ja, richtig schön angenehm bei diesem Wetter hier im Ozean ein bisschen rumzuschwimmen. Ach, genau das wollte ich doch. Als ich zu KKK ging und immer diese lila, hässlichen Viecher getötet habe. Das alles nur für diese eine Abkühlung. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau dafür habe ich gekämpft, mein ganzes Leben lang. Oh, hallo, werter KKK-Mitglied. Mitgliedäre, besser gesagt. Ist das hier unser geheimer Unterschlupf? Guten Tag, guten Tag. Ich bin der Chuck. Wie geht's euch? Boah, habt ihr viel Geld. Nein, was, das war's? Oh. Chuck hat in diesem Schiff einen Piratenschatz gefunden. Sein Lächeln verschwand, als er eine Kopie von Ravager zwischen den Goldhaufen bemerkte. Was für ein herzloser Mensch könnte so ein Juwel stehlen? Cool, dann können wir jetzt den ganzen Tag Ravager spielen. Ich glaube, das war aber nicht unsere letzte Tat als KKK-Mitglied, wenn ich ehrlich bin. Chuck hat das Gold zurückgelassen und ist nach Hause gelaufen, um Ravager zu spielen. Mit so einer erstaunlichen Menge an Inhalten sah ihn jahrelang niemand. Heute erreichte er das Ende 100 und war endlich bereit, nach draußen zu gehen. So fühle ich mich auch gerade. Lol. Hey, was ist das denn hier? Ach, unser PC. Ja, mega nice. Play Chuck. Lol, warte mal. Das ist ja richtig krass, dass wir jetzt auch Chuck hießen. Secret of the Monkey Island oder sowas? Da hieß doch auch jemand LeChuck, oder nicht? Krass, sind wir jetzt dieser Pirat? Wie cool sind wir denn? Aber wir müssen natürlich weiterhin als KKK-Mitglied agieren. Ist halt leider so, denn wir haben noch etwas zu tun. Aber ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. LeChuck. Wow.